Mach mal Platz. Was? Mach mal Platz. Was? Ey, was du mach du denn? Mal Platz. Ich will mich vielleicht auch mal hinlegen. Ja, danke schön. Du hast dein eigenes... Entschuldigung. Hier ist genug Platz für uns beide, Ronja. Aber das ist mein Bett. Aber mein Bett ist... Mann, Ronja, mein Bett ist nass. Easy, raus aus meinem Bett, du bist nass. Nein, ach Mann. Ja, ey, hast du jetzt mein Bett nass gemacht? Das ist ja ekelhaft. Ich war das doch nicht, es hat reingeregnet. Es hat reingeregnet von wo? Na, von dem Wasser. Ich hab's wieder zugemacht, aber hier hat's reingeregnet. Reingeregnet aus dem See, Mann. Man kennt es. Hey, hier ist Ronja und wir haben letzte Folge rausgefunden, dass wir einen verrückten geheimen Keller bei uns in der Wohnung haben, den nicht mal der Polizist bei der Durchsuchung bemerkt hat. Ja. Das ist crazy. Der ist hier unter so einem Wollteppich. Genau. Warte, ich geh mal kurz runter und zeig das. Mhm. Und zwar ist es einfach so ein riesengroßes Geheim-Forschungslabor-Büro-Ding. Detektivbüro eigentlich. Detektivbüro, guck mal, hier ist der Brief, direkt. Falls du ihn vorlesen willst. Genau, und zwar haben wir hier die Tante vom Bürgermeisterassistenten, die hat ja hier gewohnt. Und die hat hier scheinbar ermittelt über die Vorfälle in der Stadt, die es hier gab. Und hat gesagt, hier wurden technische Geräte geklaut und Werkzeuge und dass das irgendwie immer wieder vorkommt und dass sie dem Ganzen jetzt auf der Spur ist. Und dass sie jetzt in so einer Art Geheimbunker von der Geheimorganisation ist. Ja, genau. So. Und deswegen ist sie nicht mehr hier. Ja. Richtig merkwürdig. Und das Buch, was ich hier gegeben habe, da stand noch die Unschuld des Doktors oh, eigentlich. Oh ja, drin. Stimmt, genau. Hier wurde gesagt, hier wurden Sachen aus der Operations... aus der Operationswerkzeugkasse, keine Ahnung, gestohlen. Und der Doktor hat die angeheuert, damit sie sich das Ganze mal anguckt. Und ja. Richtig merkwürdig. Jedenfalls den Doktor, da haben wir jetzt auch in Easys letzter Folge eigentlich versucht, dem Bürgermeister zu sagen, dass er unschuldig ist. Aber dem war das komplett egal. Und er hat gesagt, er wird erst freigelassen, wenn wir den richtigen Täter im Prinzip entdeckt haben. Und naja. Yes. Richtig gemein, weil der sitzt jetzt da unten in seiner Zelle und hat eigentlich nichts gemacht. Und er ist unschuldig. Das ist super richtig mies. Und da unten ja. Ist echt nicht schön. Das tut mir voll leid für den. Deswegen habe ich mir überlegt, ja? Weil der wahre Täter ja noch auf freiem Fuße ist. Dass ja. Wir ein bisschen bei den Leuten in der Nachbarschaft rumfahren, dass jeder ein Auge drauf hat vielleicht. Und dann finden wir den ja. Also ich meine, wenn jeder guckt, ob er was Verdächtiges sieht, dann ist die Chance, dass wir den wahren Täter finden, ja relativ hoch, habe ich mir gedacht. Eigentlich schon. Oder? Ja, lass es machen. Okay, gute dann Idee. Lass uns mal mit den Leuten in der Stadt reden und gucken, ob die mit uns mitmachen oder ob die sagen, wie, sind. Wie der Bürgermeister. Ob die sagen, ach nö, wir glauben, der Doktor war es. Ich meine, komm schon, der Arme. So, was denkst du denn, mit wem sollten wir reden? Wer ist denn ein guter Beobachter? Vielleicht Miss X, die steht doch immer auf dem Markt, oder? Oh. Pepper? Pepper ist doch ein bisschen verrückt. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, hey, Pepper, guten Morgen. Hey, ihr zwei, was gibt's Neues? Ich weiß nicht, du hast doch bestimmt von dem... Das hast du bestimmt gehört, dass wir so ein Geheimlabor gefunden haben und dass es hier die Entführung in der Stadt gab und der Doktor wurde ja eingesperrt, aber wir glauben, der Doktor ist unschuldig und wir waren ja... Ja, von dem Geheimlabor und der Entführung habe ich gehört. Genau. Und was wir uns überlegt haben, ist, dass wir vielleicht alle ein bisschen gucken und Wache halten, damit sowas nicht nochmal passiert. Kannst du da mithelfen? Okay, wenn ihr denkt, dass wir den damit stoppen können, dass noch einem Tier wehgetan wird, helfe ich gern. Genau, das wäre super. Weißt du was? Ich habe, wie wär's? Du bist ja eh gern auf deinem Hausdach. Oder irgendwo bei dir in der Nähe, dann kannst du dich da auf so eine Art Aussichtsplattform stellen und dann gebe ich dir ein bisschen Schlamm, ja? Und dann kannst du da, falls jemand kommt, den einfach abwerfen und dann finden wir den auch wieder, weil der einfach voller Schlamm ist. Und dann erkennen wir den Entführer. Das ist eine mega gute Idee, Ronja. Ich weiß, danke. Ich baue ihr mal so eine kleine, so ein kleines Aufding hier, oh, sodass sie raufgehen kann. Ja, stimmt, sonst genau. Hängt sie wieder. Ja, ich stelle mich am besten auf mein Dach, da habe ich die beste Aussicht. Genau, perfekt. Cool. Sehr schön, danke. Oh, hast du wehgetan? Nö, überhaupt nicht. Okay, dann danke für deine Hilfe und mach's gut. Tschüss, Peppa. Was machen wir denn jetzt denn, wenn Peppa da Peppa guckt? Vielleicht sollten wir noch jemand anderen fragen. Wie wär's mit dem Opa? Der hat doch seinen Sofakopter. Der hat doch einen guten Ausblick, oder? Das ist eine richtig nice Idee. Der kann dann immer über die Stadt fliegen und gucken, was da los ist. Ne? Genau. Ja, mega. Wo ist der denn nochmal? Da hinten, ne? Hinten bei seinem Haus, genau. Genau, doch, da sitzt er. Oh, da sitzt er gerade. Hallo. Hallo, Opa Bär. Oh, ich wollte gerade eine Runde drehen. Was gibt's? Genau, deswegen sind wir hier. Und zwar, wir wollen so eine kleine Nachbarschaftswache wollen wir machen, weil ja Leute entführt werden und der Doktor ist zwar eingesperrt, aber wir denken, der ist unschuldig. Und da wollten wir fragen,
Haben wir deswegen nicht den Doktor eingesperrt? Ja, aber wir waren, also in meiner letzten Folge, waren wir extra beim Ferienhaus und da hatte der Urlaub gemacht und der war überhaupt nicht hier, als die Leute verschwunden sind. Das heißt, der kann es nicht gewesen sein. Ja. Und, verstehe. Und wie soll ich helfen? Naja, also mit dem Sofakopter hat man ja eigentlich eine gute Aussicht auf, oh Gott, ich sehe lieber nicht, oder? Sonst kommst du nicht. Ah, es geht nicht! Dann kann man vielleicht von da oben die Leute beobachten und falls du was siehst, dann könntest du da Bescheid sagen. Geht das? Ja klar, ich will sowieso meine neuen Flugmanöver üben. Da kann ich nebenbei Ausschau halten. Oh Gott. Und den ich schon wieder kaputt, das müssen wir Olivia holen. Ja, voll cool. Okay, super, dann vielen Dank. Das klingt doch nach einem Plan. Okay. Ja, okay, tschüss, Opa Bär. Tschüss. Cool. So, wer ist denn noch? Wer könnte uns von denn wo noch aus helfen? Kann man denn noch was Gutes sehen, so von wo aus? Was ist... Wollen wir zu Lady Lovely nochmal vielleicht? Die wohnt ja auch außerhalb der Stadt so ganz am Rand. Das ist doch die Klatschtante, die weiß doch alles. Eben, eben. Die ist ja auch die... Guck mal, der fliegt da weg mit seinem Sofakopter. Dann können wir mit der nochmal reden. Warte, wo... Detektiv Opa Bär. Ja, stimmt. Also Lady Lovely ist ja wirklich die Klatschtante von dieser Stadt. Die weiß doch immer alles, was hier so los ist. Vielleicht weiß sie ja sogar schon, was los ist. Ich habe gar keine Klingel. Wollen wir einfach mal reingehen? Wartest du kurz draußen? Ich gehe mal kurz gucken, okay, ja? Ich warte draußen. Halt du hier draußen mal Wache. Und ich schaue mich hier drin mal um. Verhalten für wen? Weiß ich nicht, für uns alle. Aber hier drin ist es leer. Weiß nicht, kommst du rein? Hier ist alles gut. Ich wollte nur die Sachen aus der Küche essen. Ach so. Na dann. Warte, ist die vielleicht oben? Ich guck mal. Weiß nicht. Nee, hier ist nur... Oh, das ist super süß. Hast du das mal gesehen? Oh, die hat ein Häschen. Das sieht genauso aus wie sie. Das ist total süß eingerichtet. Aber die scheint nicht hier zu sein. Nee. Keine Ahnung. Okay, wie wäre es, wenn wir einfach morgen nochmal vorbeikommen? Ich würde jetzt erstmal nochmal nach... Nee. Oder siehst du sie? Nee, ich habe nur im Garten geschaut, aber da ist auch keiner. Ja. Nö. Dann lass uns morgen nochmal vorbeischauen. Vielleicht ist sie dann gerade auf einem Ausflug oder sowas. Ja, das kann sein. Okay, dann gehen wir erstmal wieder nach Hause. Es ist echt früh. aufstehen. Gott. Jetzt hast du die Schlafmütze, Ronja. Ja, wenn du mich die ganze Nacht wach hältst, dann kann ich auch nichts dafür. Habe ich doch gar nicht. Kann nichts dafür. Wer hört denn russische Volksmusik zum Einschlafen? Kein normaler Mensch macht russische das. Russische Volksmusik? Kein normaler Mensch macht das. Easy. Ja, danke bin dafür. Ich bin eine Maus, ja? Ja, keine Ahnung. Was soll denn das? Hallo, X, guten Morgen. Ich hätte gerne eine Elefantenpeitsche für Ronja. Au, was? Nein. Ah ja, danke. Die kriegen Sie morgen rein. Danke. Ich freue mich schon. Ich gehe schon mal vor. Oh, ist die jetzt da? Stimmt, wir wollten... Ja, lass mal klingeln. Lady Lovely fragen. Ah, sie hat immer noch keine Klingel, oder? Wundert mich jetzt, dass sie über Nacht keine Klingel eingebaut hat. Ich gehe einfach rein. Guten Morgen! Lady Lovely, hallo! Ist leer. Vielleicht schläft sie noch, Ronja. Oh, warte. Ich guck mal, wo magst du draußen auf der Terrasse schauen? Ja, mach ich. Hallo? Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Wieso denn? Bist du sicher? Unten ist sie nicht? Sie hat doch letztens, war sie nicht vor dem Reisebüro? Doch. Sie war doch letztens vor dem Reisebüro. Ich gehe mal kurz den Elefanten fragen. Ja, okay, bleib mal hier. Ich frag mal. Ob sie irgendwo hin ist. Ich guck hier nochmal rum, ob ich die irgendwo in der Nähe... Komisch. Also hier ist niemand. Nö. Der Mr. Reisebüroleiter sagt auch nicht, dass sie verreist ist. Er sagt, sie war da, hat gefragt, aber ist dann wieder gegangen. Huh, okay. Also sie ist... Nicht da. Sie ist auch nicht weggefahren oder sowas. Also keine Ahnung, wo sie ist. Gott, easy. Nicht, dass das zunächst ist, die entführt worden ist. Nein, jetzt hör mal auf. Ich will jetzt hier niemandem Sorgen machen, aber also... Da ist Opa Bär. Wollen wir den nicht fragen? Oh ja, oder wollen wir... Doch, lass uns den fragen. Oder wollen wir erst Pepper suchen? Wollen wir nicht erstmal vielleicht zum Bürgermeister gehen und dem das sagen? Der sollte ja vielleicht wissen, wer vermisst ist und wer nicht. Und dann kann der sich drum kümmern. Das stimmt, wir sollten ihm erstmal Bescheid sagen, ja. Okay, dann lass uns mal hier klingeln und schauen, ob die da sind. Hallo? Haben die keine Fenster? Doch, da sind die doch! Haben die keine Fenster? Doch, ich sehe die da drin. Klingeln mal, die müssen... Hallo? Hallo? Schön. Warte, wir kommen einfach mal rein. Wir gehen einfach mal rein, genau. Oh. Hab ich dich weggeschubst? Was ist denn mit euch los? Warum so aufgeregt am frühen Morgen? Ich bin doch gar nicht aufgeregt. Du bist nicht aufgeregt? Nein! Braucht ihr vielleicht einen Tee? Nee, aber Lady Lovely ist weg. Also die, keine Ahnung, wir haben gestern geguckt, da war die nicht da. Wir haben heute Morgen geguckt, da war die nicht da. Habt ihr die gesehen? Lady Lovely? Nein, die habe ich heute noch nicht gesehen. Nein, ich auch nicht.
Oh, war gestern halt auch nicht da. Gott, also, vielleicht. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht sagen, also, die ist entführt worden oder irgend sowas, aber die ist jetzt weg und wir wollten eigentlich nur mit dir reden. Bevor jetzt alle Panik kriegen, lass uns doch zusammen eine Runde durch die Stadt laufen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich mach das, dann können sich die zwei vielleicht ein bisschen entspannen. Okay. Oh, das ist aber nett. Haben Sie hier eine Sauna? Was? Ich will noch ein Dampfbad. Was? Ich setze mich einfach so zum Entspannen. Ja, na selbstverständlich. Dann setze ich mich hier dazu. Ah, finde ich gut. Bist du zufrieden? Entspannen. Ja, ein bisschen Sauna wäre noch gut. Wie geht's euch sonst so? Habt ihr euch gut eingelebt bei uns? Eigentlich ganz gut. Also das Haus, in dem wir wohnen, das hat uns ja hier der, ich hätte gerne Sauna. Du hättest gerne Sauna. Die Tante können wir noch bei uns arbeiten. Bürgermeisters. Nee, eigentlich ist alles ganz gut. Wir sind nicht unzufrieden. Das ist schön zu hören. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch hier zu haben. Ja, das ist schön. Wir sind auch froh, dass wir in der Stadt sein dürfen. Am Anfang hat es ja nicht so gut geklappt. Das stimmt allerdings. Ja. Was gibt's denn hier noch Spannendes? Oh, einen Kamin haben die sogar noch. Hä, voll cool. Wie sieht es bei denen eigentlich aus? Die haben auch eine kleine Terrasse, ha? Ich finde das total süß, dass jedes Haus so einen kleinen Hintergarten hat und so eine Terrasse. Oh, der Dings ist schon wieder da. Das ist echt niedlich. Assistent. Ah, stimmt. Hallo. Oh, schon wieder zurück? Hast du sie gefunden? Nein, keine Spur weit und breit. Seit gestern hat sie keiner mehr gesehen. Oh, seit gestern? Ja, gut. Dann müssen wir davon ausgehen, dass sie weg ist. Ja. Alles klar, dann mache ich die Vermisstenanzeige bereit. Aber... Dann müssen sie jetzt ja wirklich einsehen, dass der Doktor es nicht gewesen sein kann. Der saß ja wirklich im Gefängnis. Also, der kann es nicht gewesen sein. Der Doktor? Ach ja, stimmt, da habt ihr recht. Der war jetzt ja wirklich nicht da. Eben. Und dann muss er jetzt ja nicht mehr in seiner kleinen Gefängniszelle sitzen. Das ist ja auch, also... Komm, wir holen ihn raus. Wir holen ihn raus. Geben Sie uns mal eine Verfügung. Ich kümmere mich um alles. Wir sehen uns. Ja gut, wir machen sie das. Ich glaube, er gibt uns keine Verfügung. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Geschafft. Der Doktor wird freigelassen. Ronja, endlich. Yay. Oh, vor allem, der wird sich so freuen. Der arme Kerl. Ja. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer es wirklich war. Oh. Warte, ganz kurz. Da können wir doch Finn und Minka fragen. Das wollten wir doch sowieso. Ob die sich erinnern und denen den Keller zeigen, können wir doch in der nächsten Folge machen. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Wollen wir dann jetzt erstmal, nochmal mit Pepper und dem Opa reden? Vielleicht haben die ja was gesehen. Die haben wir ja gestern versucht noch zu beauftragen. Ja, das können wir machen. Okay, wo ist denn der Opa oder Pepper? Lass uns erstmal zu Pepper gehen. Die müsste bei ihrem Haus doch eigentlich auf dem Dach. Okay, da ist keiner. Warte, ich gehe mal hochschauen. Ja. Oder willst du? Ne, geh du durch. Ich gucke. Ich mache einen kleinen Ausguck hier. Hier bei ihr drinnen. Vielleicht auf der anderen Seite vielleicht. Hier drinnen ist sie nicht. Vielleicht bei sich im Hintergarten. Oh. Die ist hier hinten. Easy, kannst herkommen. Ach, wirklich? Die sitzt bei sich im Hintergarten. Au. Die hat hier... Ach, was? Die Schlammgrube gemacht, oh Gott. Hi, Pepper. Hi, Pepper. Was machst du denn da? Wir wollten fragen, ob du Lady Lovely gesehen hast. Die wurde jetzt... Also, die ist vermisst. Und wir hatten ja eigentlich gesagt, dass du ein bisschen Ausschau hältst. Lady Lovely? Nee, die habe ich nicht gesehen. Oh, okay. Das ist natürlich... Warst du nicht auf dem Dach? Also, müsstest du da nicht was gesehen haben? Dein Haus ist doch gar nicht so weit weg von ihr. Ja, richtig, der Plan. Wisst ihr, es ist eine Weile her, seitdem ich mein letztes Schlammbad hatte. Oh nein. Och nee. Das ist ja vielversprechend. Und dann habt ihr mir den ganzen Schlamm gebracht und ich wollte den nur ganz kurz ausleihen. Och nee, Pepper. Ah! Och nee. Okay. Bauchklatsche! Dann hast du sie wahrscheinlich nicht gesehen. Get easy, du kommst bei mir nicht mehr in die Wohnung. Ja, Schlamm! Ja. Okay, gut, dann hast du nichts gesehen. Es tut mir ja leid. Hätte ich gewusst, dass was passiert, hätte ich auch Wache gehalten. Ja, ist okay. Ach, ist nicht so schlimm. Das kann jedem mal passieren. Hier ist eine Karotte. Schweine mögen Karotten. Das stimmt. Das war zwar eine Kartoffel, aber den Unterschied merkt sie gar nicht. Wie gemein. Dann hoffen wir mal, dass wir beim Opa mehr Glück haben, oder? Ja, den sollten wir fragen. Bei Opa Bär, ne? Meinst du, der ist gerade da? Oder fliegt der irgendwo rum? Ja, gucken wir mal in den Himmel. Siehst du was? Nee? Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Vielleicht ist er bei sich. Ja. Okay. Ist er da? Hier ist... Auf jeden Fall sein Sofa-Kopf, der steht hier. Das heißt, der müsste... Ach, da ist er doch! Da sein. Guck doch. Hallo? Er steht direkt davor. Wo ist sie nur? Mensch, ich kann mich nicht erinnern, wo ich sie abgelegt habe. Hallo, Opa Bär. Was suchst du denn?
Ich suche meine Brille. Die ist mir gestern beim Fliegen runtergestürzt, glaube ich, so langsam. Oh. Nein. Das ist ja... Dann oh nein, ich helfe dir suchen. Dann hat er aber auch nichts gesehen, oder? Hast du zufälligerweise Lady Lovely gesehen? Die ist seit gestern vermisst. Oh nein, tut mir leid, habe ich nicht. Ohne Brille bin ich blind wie ein Fisch. Oh. Hast du die Brille gefunden? Ich bin gerade dabei. Ich wollte mal hochgucken und da suchen. Okay, aber er hat nichts gesehen. Er meinte, ohne Brille kann er gar nichts erkennen. Vor allem wahrscheinlich oh, nicht aus den Höhen. Oh, hier oben ist sie doch! Hast du sie? Ja, oh. Hier, hier ist deine Brille. Das nächste Mal aber ein bisschen besser aufpassen, ja? Ja, gut, okay, alles klar. Ja, gut, dann... Na toll, dann war das nichts. Dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge und wir gucken nächste Folge auf jeden Fall mal, was Finn und Minka zu sagen haben und ob die sich vielleicht an was erinnern, wenn wir sie zum Geheimlabor führen. So, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ja. Und guckt unbedingt bei Easy vorbei, da kommt am Mittwoch die nächste Folge. Da der Sofa-Kopf da erfahrt ihr noch, wie es weitergeht. Macht's gut. Ciao.